Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 3. Willkommen zu meinem ersten Video zu Most Wanted. Genau, Most Wanted, das ist ein Projekt, was ich jetzt starten werde, was ich, weiß ich noch, jede Woche oder jede drei Wochen mal rausbringen werde. Ich weiß noch gar nicht, wie das richtig ankommen wird. Auf jeden Fall spiele ich jetzt GTA 4, die Ballade auf Getoni, im Solo-Modus und muss versuchen, jetzt eine Strecke zu erreichen. Die Strecke ist hier, die seht ihr hier an dem Punkt. Und ich muss versuchen, den Base-Jump-Punkt zu erreichen und von diesem Base-Jump-Punkt dann runterzuspringen und auf der Kugel zu landen. Wenn ich das schaffe, habe ich das Projekt Most Wanted erfolgreich bestanden. Hier haben wir jetzt 6 Fahndungssterne herbeigecheatet. Genau, 6 Fahndungssterne. Und das Gefährlichste ist jetzt, dass FBI-Fahrzeuge und alles Mögliche von Polizisten auf der Straße versammelt ist. Ich bin also sozusagen ein schwerer Verbrecher und den wollen sie jetzt ausschalten. Die schießen jetzt auch mit der Sniper auf mich und ich habe keine kugelsichere Weste dabei, um das ein bisschen spannender zu machen. Und am Anfang ist es immer noch ein bisschen langweilig, weil hier tut sich noch gar nicht viel. Ah, schon in die erste... Fast... Oh Gott, ich hoffe, das hat jetzt keine Probleme für mich. Oh, scheiße, Digga! So, aber wir haben ja Sprengstoff an Bord. Ah, weg da! Achtung! Nein! Nein, das ist halt, das ist gefährlich. Jetzt haben wir es, wir haben es geschafft. Da vorne haben wir nochmal, Ding. Die ganzen Bullen am Start. Da müssen wir jetzt durch. Hauen wir einfach mal schnell um. Und vielleicht schaffen wir das ja wirklich, bis zum Punkt zu kommen. Ich sehe den Turm schon, seht ihr den? Dieser hohe Turm, da müssen wir jetzt hin. Und das könnte natürlich ein bisschen gefährlich werden, weil jetzt da vorne haben wir schon den ersten Checkpoint. Checkpoint Charlie, hauen wir mal schnell das Ding durch. Baff! Jawoll! Oh, das Wattpanzerwagen. Ich hoffe, der öffnet sich jetzt nicht gleich. Weil das ist ganz gefährliche Situation, ist ganz gefährliche Situation, ganz gefährliche Situation. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wenn mir jetzt noch irgendwas, wenn mir jetzt noch irgendwas schief geht, dann bin ich sozusagen tot. Oh, erstmal Nase putzen hier. Ein bisschen Schnupfen habe ich auch schon. Und ich glaube, so wie das aussieht, schaffen wir das sogar. Wir können das schaffen. Wir müssen nur noch nach vorne den Bulle weghauen. Die Alte weghauen. Und jetzt müssen wir zum Punkt. Jetzt müssen wir zum Punkt hier. Da vorne läuft irgendwas. Irgendwelche... Oh, nee, was ist das? Nein, ich schaff das. Ah, Most Wanted nicht erfolgreich bestanden. Kurz vom Ziel tot. Blöder fette Bulle. Hat so viel Donuts gefressen. Och, Mann. Mann, was muss der auch da rumstehen? Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Das gibt natürlich Rache. Und wie sieht diese Rache aus? Na, selbstverständlich mit einem selbstverständlich kleinen Amoklauf, den ich heute planen werde. Baff! Natürlich mit Schalldämpfer drauf hier. Meine Perks sind Plünderer Pro, Overkill und ruhige Hand. Alles in der Ninja Pro 243 blablabla Version. Oh, ich blieb mit einem anderen Spiel. Das ist Black Ops. Das hier ist ein anderes Spiel hier. So, jetzt machen wir mal ein anderes Most Wanted. Jetzt gibt's Rache dafür, dass der fette Bulle mich einfach abgeknallt hat. Jetzt gibt's 200 Schuss in der Minute auf die Bullen. Die sind aber schon richtig, richtig übergewichtig, muss ich sagen. Die Bullen in Liberty City, die können ruhig mal ein bisschen Diät machen. Aber, naja, das ist halt bei denen so. Jetzt ist mein Testosteron noch richtig hoch heute. Da oben ist noch einer. Komm, ey, knallen wir alle ab. Die müssen... Ja, die Bullen, die machen ja gar nichts hier. Verteidigt euch, ihr scheiß Bullen. Ihr müsst euch mal ein bisschen wehren hier. Wenn ihr euch nicht wehrt, dann habt ihr ein Problem. Gut, ihr wollt euch nicht wehren? Dann fresst mein C4, Digga. Perfekt. Guckt mal hier, wie das alles explodiert hier. Die ganzen Explosionen hier. Wunderbar. Yeah. Super. GTA 4 macht immer Spaß. So. Besonders mit ein bisschen Sprengstoff hier am Start. Ich hätte nie gedacht, dass GTA 4 getoppt werden kann. Ja, durch die Ballade auf Getoni wurde das mir auf jeden Fall... Oh! Guck mal. Der Bulle will abhauen. Hey, stopp! Stopp! Oh, der bleibt automatisch stoppen. So, jetzt haben wir mal unsere Sniper raus für die Call of Duty-Freunde hier.
Und jetzt müssen wir mal hier versuchen, den Bullen von oben abzuknallen. Der macht jetzt gleich einen Bassjump und... Ah, wo ist der Bulle? Da, fliegt er. Ah, also er ist auf jeden Fall tot. Ich sage ciao, bis zum nächsten Video. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3, Mann. Haut rein, Mann, und so. Und zockt schön GTA 4 und Black Ops. Und dann ist alles gut. Selbstverständlich auf der PlayStation 3. Ciao!